Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Religion am Küchentisch. Heute an meiner Seite mit Notgas Lenska. Notgas Lenska ist Professor für systematische Theologie an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen. Dank. Wir wollen ein bisschen darüber reden, was bedeutet das eigentlich, in dieser neuen Normalität in diesen Zeiten zu leben? Das ist ja irgendwie eine Formulierung, die jetzt öfter auftritt. Haben Sie das auch so empfunden? Dieses, oder sagen Sie es auch selber? In diesen Zeiten muss man ja dies und jenes beachten. In diesen Zeiten ist es ja so und so. Ja, mit Sicherheit. Also das ist einfach so ein Deutungsmotiv, mit dem eben gesagt ist, dass der Kontext, in dem wir leben, in irgendeiner Weise unser Verhalten und unsere Weltdeutung beeinflusst und dass es bei solchen Krisenereignissen, also gerade weltweiten Krisenereignissen wie der Corona-Krise, selbstverständlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man eben schon sagen, das ist eine fluide Situation, fluide in dem Sinne, dass sie nicht eindeutig ist, nicht? Also, wenn man von einer Krisenerfahrung spricht, dann spricht man meistens von irgendeiner lebensgefährdenden Situation oder die Gesellschaft insgesamt gefährdenden Situation, die eindeutig negativ beziehungsweise bedrohlich ist. Und das scheint mir bei dieser Corona-Situation ganz spezifisch zu sein, dass es eine eindeutige Wahrnehmung dieser Situation nicht gibt. Ich zum Beispiel nehme die Situation auch, zumindest auch, als Entlastung von vielen Verpflichtungen und als eine wohltuende Entschleunigung wahr, nicht? Und das ist Ja. unbeschadet dessen, dass für viele Menschen das eine katastrophische Situation ist. Für viele Menschen meine ich nicht nur bei uns hier in Europa oder in Deutschland, sondern man denke an die Wanderarbeiter in Indien oder in China, die zurück in ihre Heimatgegenden müssen und dort eben keinen Lebensunterhalt für sich und ihre Familien gewinnen können. Das sind Katastrophenszenarios, von denen wir aber durchschnittlicherweise nicht betroffen sind, nicht? Und auch von der Krankheit selber sind ja nur relativ wenige von uns betroffen. Das heißt, wenn wir von dieser Situation reden, dann reden wir von etwas sehr Uneindeutigem und etwas, was in vielen Kontexten sich unterschiedlich darstellt weltweit. Ich will nochmal auf die Formulierung nochmal ein bisschen darauf rumreiten. Einerseits ist es eine Kennzeichnung von einer Situation in diesen Zeiten. Wir kennzeichnen irgendwie unsere aktuelle Situation, die sich offensichtlich auf irgendeine Art unterscheidet. Gleichzeitig schwimmt die Formulierung, sie bleibt unbestimmt. Ich nehme das bei mir selber wahr, ich nutze die Formulierung, wenn ich nicht schon wieder das Wort Corona in den Mund nehmen möchte oder Krise. Also es ist auch ein Behelf, um diese Situation nicht sofort in ein negatives Licht zu rücken, was ich auch irgendwie interessant finde. Und als drittes würde ich jetzt mal behaupten, wäre eine These, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, es hat auch ein bisschen metaphysische Qualität, dieser Ausdruck. Ja, also in diesen Zeiten ist im Grunde genommen eine Geschichtsdeutungskategorie, nicht? Das macht vielleicht diesen metaphysischen Charakter dieser Wendung aus, dass man die eigene Zeit, in der man lebt, mit dieser Qualifikation in diesen Zeiten, also mit diesem Indikator, von anderen Zeiten unterscheidet und ja meistens von einer Zeit unterscheidet, die hinter uns liegt und die dann, gerade wenn es um eine Krisensituation geht, sozusagen das verlassene Paradies ist und jetzt leben wir eben in vergleichsweise ungesicherten Zeiten und müssen uns neu orientieren, nicht? Also diese Geschichtsmetaphysik, die in dieser Wendung in diesen Zeiten liegt, die ist schon überraschend. Das ist sozusagen ein Indikator dafür, wie soll man sagen, wir fühlen uns einem Geschick ausgeliefert oder es haben sich neue und bislang ungeahnte Verhältnisse ergeben, obwohl man eben auch sagen muss, das Bedrohtsein durch infektiöse Krankheiten
diese Situation ist ja nicht etwas völlig Unerhörtes und Neues. Nicht? Ja. Wenn Sie auf Ihr Leben zurückgucken, würden Sie sagen, Sie haben so eine Situation schon mal erlebt oder sowas, wo Sie gesagt haben, okay, das ist irgendwie herausgehoben, da ist jetzt eine Zäsur, da ist irgendwie was, da passiert was Neues. Ja. In gewisser Weise war das auch in den 70ern, Mitte der 70er Jahre mit der Ölkrise, so damals sogenannten Ölkrise. So, und das ist für mich der nächste Vergleich, also wenn ich so in meine Lebensgeschichte zurückblicke, weil das auch eine Krise war, es war ja wirklich auch eine wirtschaftlich bedrohliche Krise. Die damalige Reduktion der Ölproduktion durch die OPEC-Staaten und die Preisabsprachen und so weiter. Da gab es sogenannte autofreie Sonntage, die eben dafür sorgen sollten, dass weniger Benzin verbraucht wurde. Und das war auf der einen Seite in irgendeiner Weise Indiz einer Katastrophe, auf der anderen Seite für mich damals Teenager einfach klasse, weil man konnte auf der Autobahn Fahrrad fahren und ja. Das war ganz großartig und da hatte man so dasselbe Gefühl einer Entschleunigung an diesen Sonntagen, was ich jetzt wahrnehme, eine Entschleunigung und einer Eröffnung von Möglichkeiten, an die man vorher nie gedacht hätte, nicht? Also Fahrradfahren auf der Autobahn. Was ich da nochmal interessant fände, auch wenn ich es mit heute vergleiche, wie dort jeweils die Reaktion auf kirchlicher oder theologischer Seite waren. Wir sitzen uns ja hier als Theologen gegenüber. Haben Sie da eine Erinnerung oder einen Vergleich? 1974, also oder 73 bin ich mir ganz sicher, während der Ölkrise, da gab es Verlautbarungen, weil das gleichsam vorbereitet war. Nicht? Das war so die Zeit des Club of Rome, Prognose, dass es mit dem Wirtschaftswachstum so nicht weitergeht und so weiter, Grenzen des Wachstums. Da waren die Kirchen sozusagen vorbereitet oder jedenfalls bestimmt manche Kreise in der Kirche vorbereitet und haben dieses Element der Kritik aufgenommen, also Gesellschaftskritik aufgenommen und umgesetzt. Nicht? Das war im Grunde genommen in den damals von den Kirchen beanspruchte Auftrag zum prophetischen Zeugnis, fügte sich das relativ bruchlos ein und war eben affin zu bestimmten Deutungen, die damals umliefen. Und heute ist es, es ist ja in der Tat so, es ist nicht so, dass die Kirchen gar nichts sagen, nicht? Aber die Schwierigkeiten im Umgang mit dieser Krise, wo man eigentlich sagen sollte, naja, da sind die Kirchen eigentlich bei ihrem Thema, nicht? Bewältigung von Kontingenz. Und zwar eine Kontingenz, bei der man in keiner oder wahrscheinlich nicht sagen kann, das geht auf menschliche Schuld zurück und sozusagen das übersetzen kann in ein ethisches Thema, sondern da ist tatsächlich eine Deutungskompetenz gefragt, die sagt, ja, wie ordnet sich diese Krisenerfahrung denn in eine Gesamtsicht der Wirklichkeit, die der christliche Glaube mit der Rede von Gott vermittelt, wie ordnet sich das da ein? Und da ist doch das Schweigen erstaunlich, nicht auf der einen Seite. Und es ist erstaunlich, dass das nicht angeboten und nachgefragt wird, was die Kirchen in solchen Situationen immer beigestellt haben. Öffentliche Bittgebete, nicht? Das kann man online machen. Nicht, dass man meinetwegen jeden Tag in irgendeiner Weise in einer der großen Stadtkirchen, jetzt hier Situation in Berlin, ein Bittgebet mit der Möglichkeit von Fürbitten für Individuen und so etwas anbietet. Das gibt es sicher in einzelnen Gemeinden, aber es gibt es nicht als in der Öffentlichkeit vorgetragenes Anliegen und als eine öffentlich bekannt gemachte Institution. Nicht? Das ist eigentlich merkwürdig. Würden Sie sagen, das hat auch mit dem Bedeutungsverlust der Kirche zu tun? Ja, das hat sicher mit dem öffentlichen Bedeutungsverlust der Kirche zu tun.
Es hat eine Fülle von Angeboten gegeben in dieser Situation, aber die Angebote waren nach meinem Eindruck und nach meinen, und also ich habe auch selber Podcasts meinetwegen über die Karwoche immer Auslegungen der Markus des Markus-Evangeliums, des Passionsberichts des Markus-Evangeliums von Tag zu Tag angeboten und ins Netz gestellt, aber in dem eigentümlichen Bewusstsein, dass das, was ich da anbiete, einen relativ begrenzten Hörerkreis vermutlich anspricht. Mhm. Mir scheint, dass diese die Digitalisierung der Angebote gleichzeitig ein Indiz dafür ist und in dem Bewusstsein geschieht, dass sich dadurch oder dass das eine Reaktion ist auf eine weitere Individualisierung der religiösen Bedürfnisse. Nicht? Es wird nicht mehr eine Gemeinschaft und eine versammelte Gemeinde an einem bestimmten Ort angesprochen, sondern es werden tatsächlich Individuen oder Individuengruppen angesprochen. Das ist sozusagen ein weiteres Wegbewegen vom Parochialprinzip, also der Bindung eines kirchlichen Angebots an einen Wohnbezirk oder so etwas. Nicht? Aber würden Sie sagen, da ist auch eine gewisse Konsequenz? Es gibt ja durchaus die Argumentation, dass der Protestantismus eben angelegt ist auf diese Individualisierung hin. Ist das nicht auch eine Deutung, die möglich ist? Es kann in der Tat sein, dass durch diese digitalen Angebote und durch die damit verbundene Transformation von Glaubensvorstellungen in bestimmte Milieus, nicht mehr in eine Parochialgemeinde, sondern in bestimmte Milieus, dass das tatsächlich ein zukunftsträchtiger und auch dem Protestantismus nahe Gedanke ist. Auf der anderen Seite, ich hänge immer noch, muss ich gestehen, an der Kraft des Gemeindeprinzips, nicht? Also sozusagen Kirche vor Ort. Nicht? Und zwar nicht einfach Kirche vor Ort, ich kann meinen Computer anmachen und habe da ein auf mich zugeschnittenes Angebot, sondern ich bin dazu genötigt, mich als Individuum mit meinen Bedürfnissen in einen kirchlichen Zusammenhang zu geben, in dem nicht unmittelbar diese Bedürfnisse befriedigt werden, sondern in dem ich als Teil einer leiblichen Gemeinschaft angesprochen bin, nicht? Und an einem leiblichen Ort angesprochen bin. Diese Dimension sollte zumindest nicht einfach hinten runterfallen. Ich greife das Thema vielleicht dann doch nochmal auf, weil das ja vielleicht auch in sozusagen diese neue Normalität, in der wir uns gerade befinden, vielleicht reinpasst. Es ist, und das fand ich von Anfang an beunruhigend und auch ist für mich theologisch noch nicht abschließend gedeutet, dass dieser Virus erstmal gegen körperliche Gemeinschaft ist. Mhm. Und jetzt sind wir in dieser eigentümlichen Situation, dass wir aus einer Vernunftentscheidung heraus auf Gemeinschaft verzichten müssen. Was mich eher beunruhigt jetzt in der Gegenwart, ist diese Rede davon, dass nach dem Virus, also nach Corona, nichts mehr so sein wird wie vorher. Nicht? Dass es eine offensichtlich große Bereitschaft dazu gibt, dieses Virus und das Auftreten der Epidemie als eine Infragestellung der bisherigen Sozialverhältnisse zu betrachten. Normalerweise würde man ja sagen, gut, wir haben die Krankheit und wenn die wieder beendet ist, ist alles wie vorher. Mhm. Und das finde ich tatsächlich beunruhigend und ich frage mich, was sich darin ausspricht. Nicht? Auf der einen Seite ist das ein klassisches bußtheologisches Phänomen, dass eine ganze Gesellschaft sagt, angesichts dieser Erkrankung müssen wir alle unsere bisherigen Gewohnheiten und so weiter in Frage stellen. Nicht müssen wir tatsächlich so viel in der Welt rumreisen und ist die Globalisierung nur gut und so weiter. Nicht? Ja. Das ist ein klassisches Bußphänomen und da würde ich sagen, gut, das ist eben, da merkt man, dass die kirchliche Rede von der Buße
nicht einfach ein theologisches Sahnehäubchen über einer sonst davon unberührten Wirklichkeit ist, sondern da merkt man, dass kirchliche Angebote und kirchliche Deutungsangebote wie die Buße säkulare Strukturen aufnehmen und ihnen eine Richtung geben und sie deuten, nicht? Also diese Anschlussfähigkeit wird daran sichtbar. Auf der anderen Seite fände ich es ausgesprochen beunruhigend, wenn diese haptophobe Waschzwanggesellschaft unsere Zukunft werden würde. Nicht? Also das, ich bin nun nicht der sozialste Mensch, den man sich vorstellen kann, aber sowas möchte ich mich nicht einrichten, selbst ich mich nicht einrichten. Nicht? Also dieser, das könnte auch eine Aufgabe der Kirchen sein, zu sagen, also Leute, jetzt lasst mal die Kuh im Dorf, der Mensch ist zur Gemeinschaft und zwar zu leiblicher Gemeinschaft und zum direkten Gespräch und so weiter bestimmt und verkümmert, wenn er sich dem entzieht oder auf die Dauer das unmöglich gemacht wird. Nicht? Also die Perspektive muss sein, Rückkehr zu den vorangehenden Sozialverhältnissen, nicht einrichten in der digitalen Wirklichkeit. Digitale Wirklichkeit ist ganz klasse, nicht? Aber als Ersatz für körperliche Sozialbeziehungen finde ich sie traurig. Aber ich meine, könnten Sie da noch ein Argument oder ein, zwei dazu beisteuern, inwiefern Gemeinschaft nur in körperlicher, leiblicher Gegenwart oder besser funktioniert oder das die Bestimmung des Menschen ist? Natürlich. Wäre missverstanden, wenn das so klänge, als ob ich eine grundsätzliche Digitalisierungskritik hier vortragen würde. Überhaupt nicht. Ich habe immer als Beispiel genommen, wenn Sie telefonieren, also mit dem Handy telefonieren, die erste Frage, die man meistens stellt, ist die Frage, wo bist du gerade? Nicht? Oder ja. Man von sich aus die Information weiter, ich bin gerade da und da. Nicht? Das heißt, auch beim, und das musste man beim Festnetztelefonieren in Zeiten meiner Jugend nicht, weil man da eben an den Apparat gebunden war. Und wenn man telefonierte, dann war man entweder in der Telefonzelle oder zu Hause. Nicht? Das heißt, diese Information musste nicht gegeben werden. Diese Information ist aber für die Kommunikation wichtig, weil Kommunikation bedeutet in irgendeiner Weise eine gemeinsame Perspektive einnehmen. Nicht? Und wenn ich dem anderen sage, ich bin gerade in New York und gehe die Fifth Avenue lang, dann weiß der, was ich sehe. Nicht? Und umgekehrt weiß ich es dann auch. Und nur dann, nur unter dieser Voraussetzung eines gemeinsamen Horizonts, ist Kommunikation möglich. Und für mich ist diese Eigentümlichkeit der medialen Kommunikation, dass wir immer versuchen, die Situation einer gemeinsam geteilten Situation und eines gemeinsam geteilten Horizonts herzustellen, ein Indiz dafür, dass wir uns thematisch, aber vorthematisch dessen bewusst sind, dass diese Form der Kommunikation eine uneigentliche Kommunikation ist und verweist auf das Original des geteilten Raums und der geteilten Zeit. Und das ist, scheint mir auch etwas, was jetzt aus theologischer oder religiöser Perspektive die Kirche hat es abgelehnt zu sagen, dass Christus, dass die Inkarnation Christi eine Inkarnation in einen Scheinleib ist. Nicht? Also in den Auseinandersetzungen mit gnostischen Positionen im zweiten und dritten Jahrhundert. Das ist kein Scheinleib, sondern das ist die Annahme der leiblichen Situation und damit der leiblichen Kommunikation mit dem Menschen. Nicht? Also Inkarnation hat etwas mit der Unmittelbarkeit menschlicher Kommunikation, Unmittelbarkeit natürlich Kommunikation durch den Leib zu tun. Ich kann den anderen anfassen. Oder auch der Segen über menschlicher Gemeinschaft ist der Segen über der körperlichen Gemeinschaft am Buch Genesis am Anfang. Nicht? Also da gibt es schon Indizien, die man natürlich auch nicht pressen darf. Nicht? Man kann nicht sagen, die leibliche Gemeinschaft wird gesegnet, also nicht die digitale Gemeinschaft. Das ist keine Alternative, die dem Text in irgendeiner Weise zur Verfügung steht. Nicht? Aber dass die leiblich
leiblich vermittelte Gemeinschaft, die Gemeinschaft an einem Ort und an einer Zeit, positiv ausgezeichnet ist gegenüber anderen Formen, die auch Formen der Gemeinschaft sind, nicht? Das merken wir daran, dass wir uns nicht trösten, wenn jemand wegfährt oder wir voneinander getrennt sind. Wir haben ja dasselbe, wir haben dasselbe digital, also dieselbe Gemeinschaft digital, sondern wir freuen uns und es ist ein Plus, wenn wir den anderen nicht nur digital, sondern auch sozusagen zum Umarmen da haben. Nicht? Und das ist, glaube ich, etwas, worüber man sich nicht hinwegtäuschen kann und nicht hinwegtäuschen sollte. Ich würde Sie da trotzdem nochmal gerne herausfordern, inwiefern, also weil Gemeinschaft, so wie ich sie auch theologisch verstehe, ja trotzdem gebrochene Gemeinschaft bleibt, auch wenn sie leiblich, körperlich zusammen ist. Und ich frage mich manchmal, ob jetzt nicht auch in diesen Zeiten eine Perspektive all jener viel präsenter wird, die sowieso eine Schwierigkeit mit Gemeinschaft haben und die zum Beispiel schon seit sehr, sehr langer Zeit sich viel entspannter im digitalen Raum miteinander bewegen und miteinander kommunizieren können. Es ist doch irgendwie interessant, dass die neue Normalität das Gemeinschaftsverständnis so auf den Kopf stellt, dass man sich eben auch mal in jene hereindenken muss, die sowieso Schwierigkeiten haben, die Gemeinschaft, so wie Sie sie jetzt gerade dargestellt haben, mit Umarmen und Lachen und alle, wir sind alle zusammen, sowieso nie genießen konnten. Ja. Also ganz offen gestanden, wer mich näher kennt, wird sich angesichts dessen, was ich gesagt habe, mit Umarmen und körperlicher Gemeinschaft haben, sehr wundern. Nicht? Für mich nicht das Ideal, ständig in Körperkontakt mit anderen zu sein, ganz und gar nicht. Ich gehöre eher zu denen, die ein großes Distanzbedürfnis haben. Trotzdem, Distanz an einem Ort und zu einer Zeit zu wahren auf der einen Seite und die Gemeinschaft an einem Ort und zu einer Zeit überhaupt nicht zu haben, ist ja zweierlei. Nicht? Mhm. Sofern wir in der Entfernung voneinander sind und uns Briefe schreiben oder E-Mails schreiben oder telefonieren oder Videokonferenz machen, ist das immer etwas, was auf einen Modus engerer Gemeinschaft verweist. Nicht? Aber das ist ja nicht das Problem, was damit, also sozusagen das Ungenügen an dieser medialen Gemeinschaft, ist ja nicht dadurch aufgehoben, dass wir dann später irgendwann einmal an einem Ort und in einer Zeit sind, sondern dann haben wir auch nur vorläufige Formen und sehr störungsanfällige Formen von Gemeinschaft. Merkt man ja spätestens dann, wenn man die Freude auf die Gemeinschaft mit einem Menschen, von dem man lange getrennt war, sozusagen in ein Idealbild des anderen Menschen übersetzt hat und dann steht man vor ihm und er ist ganz anders oder ist eine Enttäuschung oder man fängt an, sich zu streiten oder so etwas, weil die Erwartungen so unterschiedlich sind. Das ist ja eine kommune Erfahrung, die wir machen. Das heißt, wir sind nie an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt ist alles gut, nicht? Sondern selbst wenn wir das sagen, sagen wir es nur punktuell und am nächsten Tag fangen wir an, uns zu streiten oder so etwas. Mhm. Also nur als Beispiel. Das bildet in gewisser Weise oder nimmt der christliche Glaube auf und bildet es ab, nicht? Bildet es ab beispielsweise eben in dieser, ich möchte fast sagen, genialen Einrichtung des Sakraments, dass eben eine Zwischenstufe zwischen voller Gemeinschaft und schon gewährter Gemeinschaft, also sozusagen diese Zwischenstufe des schon und noch nicht ist. Und das ist natürlich vervielfältigt, schon in der klassischen Theologie vervielfältigt dadurch, dass es eine Sehnsucht nach dem Sakrament gibt. Es gibt das, die Sehnsucht nach der Taufe. Und derjenige, der diese Sehnsucht nach der Taufe hat, aber aus äußeren Gründen nicht getauft werden kann, der darf sich dessen trösten, wenn er dann meinetwegen stirbt, dass er getauft ist. Nicht? Und das ist sozusagen, da vervielfältigt sich diese Form von schon und noch nicht, auch in der klassischen Theologie. Nicht? Und dass dieser
Vorgang der Vervielfältigung, den haben wir mit den digitalen Angeboten selbstverständlich auch vor uns, dass wir sagen, gut, meinetwegen digitales Abendmahl ohne real gegebene Gemeinschaft, also Gemeinschaft, leibliche Gemeinschaft in Raum und Zeit, das ist auch eine vorläufige Form der Gemeinschaft, genauso wie das Abendmahl eine vorläufige Form der Gemeinschaft ist. Aber ich würde dann doch sagen, es gibt auch in diesen vorläufigen Formen nicht einen beliebigen Kasten, aus dem wir die eine oder andere Form rauspicken können, sondern es gibt da auch ein mehr oder weniger. Nicht? Das delegitimiert die Formen, von denen ich jetzt persönlich sagen würde, es ist ein weniger an Gemeinschaft nicht. Nicht? Genauso wie man nicht sagt, wir warten alle auf das Reich Gottes und deswegen feiern wir kein Abendmahl oder so. Ja. Weil das eben halt nur was Vorläufiges ist. Sondern das Vorläufige nimmt man in Anspruch, aber man weiß es ausgerichtet auf eine eigentlichere Form der Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist in der Diskussion jetzt um digitale Angebote und so etwas, muss ein Moment der Diskussion jedenfalls sein, was meinen wir eigentlich, wenn wir Gemeinschaft sagen. Das, was ich sage, ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss. Es gibt bestimmt viele Leute, die mir sagen können, möglicherweise gibt es Formen der digitalen Vergemeinschaftung, die viel eigentlicher sind als die körperliche. Lass es mir gerne gesagt sein, und wenn es überzeugend ist, übernehme ich es auch nicht. Aber die Diskussion müssen wir führen, nicht? Scheint mir. Und ich meine, es scheint ja dann so, dass zumindest der christliche Glaube zumindest alles Rüstzeug eigentlich zur Verfügung hat, um mit Zeiten wie diesen umzugehen, weil ja. diese Vorläufigkeit eigentlich eben etwas ist, was ihm eingeschrieben ist. Da merkt man, welche Kraft und welche Orientierungsfrage in diesen Zeiten liegt. Nicht? Das ist sozusagen, wenn wir sagen, in diesen Zeiten setzen wir unausgesprochen eine Deutung unserer Gegenwart im Verhältnis zu Vergangenheit und Zukunft voraus, die manchmal gar nicht explizit ist, nicht? Sondern die man herauslegen muss und kann. Und es ist, glaube ich, schon eine Aufgabe der Kirchen und zwar da auch des kirchenleitenden Amtes, den Versuch zu unternehmen, so eine Deutung theologisch verantwortet vorzunehmen. Nicht? Und zwar eine Deutung, die möglicherweise über Milieus und über individuelle Vorlieben hinausgeht. Aber das ist in diesen unseren Zeiten gerade angesichts der einleitend beschriebenen Individualisierung der Perspektiven des Christentums und milieuspezifischen Differenzierung eine ganz schwierige Aufgabe. Und ich beneide niemanden, der jetzt im kirchenleitenden Amt steht, um diese Aufgabe, nicht? Aber vielleicht ist es etwas, was man doch versuchen muss, solche Deutungsperspektiven da beizustellen. Ich will nicht das große Fass der Corona-Deutung aufmachen, aber vielleicht können Sie noch mal einfach drei Sätze sagen, was so die Stoßrichtungen wären, theologischen Stoßrichtungen, wie diese unsere Zeit zu deuten wäre. Ja. Also es ist auf der einen Seite, also es sind für mich zwei oder drei Elemente, die, wenn ich so eine Deutung vortragen würde, ich zur Sprache bringen würde, dass auf der einen Seite diese Corona-Krise eine Kontingenzerfahrung ist, eine Durchbrechung der Vermutung oder der unausgesprochenen These, dass wir die Wirklichkeit bewältigen können und in der Hand haben. Nicht? Also keiner hat diese Krise vorausgesehen und keiner hat den Umfang dieser Krise vorausgesehen. Und alle diese Versuche zu fragen, wer könnte denn schuld sein daran, China oder die USA oder so etwas, sind ja immer hilflose Versuche, diese Krise zu übersetzen in die Kategorien, ein Mensch hat etwas getan und das hatte Folgen. Nicht? Und das
rechnet natürlich damit gut, wenn ein Mensch sich verfehlt hat oder Menschengruppen oder Länder sich verfehlt haben, dann kann man das irgendwie so einrichten, dass das in Zukunft nicht mehr auftritt. Nicht? Aber die Einsicht, die man eigentlich gewinnen muss aus dieser Krise, ist die Einsicht, dass unser Leben Kontingenzen, die nicht beherrschbar sind, ausgesetzt ist. Nicht? Und auch unser Zusammenleben dem ausgesetzt ist, dass wir sozusagen einen beständigen Mitspieler haben. Man kann von die Geschichte oder das Schicksal oder sonst irgend so etwas reden, nicht? Und theistische Positionen oder theistische Religionen sprechen an diesem Punkt von einem Mitspieler unseres Lebens, nicht? Mitspieler unseres individuellen und kollektiven Lebens, den wir nicht in der Hand haben, beziehungsweise woraus kommt, dass wir unser Leben nicht in der Hand haben, nicht? Und das ist keine tröstliche in irgendeiner Weise Einsicht, denn wenn wir diesen Mitspieler wahrnehmen, wissen wir nicht, worauf das Ganze hinausläuft, nicht? Und das ist sozusagen das, was Luther mit dieser eigentümlichen Wendung, die ich für orientierend halte, des Deus absconditus, des verborgenen Gottes, nicht wissen, worauf das dieses Handeln eigentlich raus soll, was wir in unserer Wirklichkeit erleben, nicht? Und wo wir nur sagen können, also das haben wir nicht in der Hand, nicht? Sondern da etwas zugespielt, mit dem wir umgehen müssen und mit dem wir auch deutend umgehen müssen. Ich glaube, so verstanden ist ein deutender Umgang mit diesem Mitspieler, nicht? Also sozusagen das Vertrauen darauf, dass dieser Mitspieler, obwohl wir ihn als völlig unberechenbar erfahren, letztlich auf das Leben des Menschen ausgerichtet ist. Das ist die Botschaft sozusagen des Kreuzes, nicht? Dass in der Erfahrung des mein Gott, warum hast du mich verlassen, des verborgenen Handelns Gottes, das Vertrauen möglich wird auf den Gott, der das Leben will. Da ist man am Zentrum des christlichen Glaubens, nicht? Und es ist vielleicht eine Einsicht da rein, dass unsere Bemühungen sozusagen an ein Ende gekommen sind und wir darauf angewiesen sind, zu warten, dass sich diese Botschaft des christlichen Glaubens in irgendeiner Weise neu vermittelt, nicht? Neu greifbar wird, ganz traditionell gesprochen die Herzen ergreift, nicht? Etwas wird, worin man sich wiederfindet. Das ist, glaube ich, also natürlich ist das sozusagen Gegenstand unserer theologischen Anstrengung, aber man wird vielleicht auch dessen ansichtig, dass die theologische Anstrengung allein nicht genügt, sondern wir auf eine fremde Initiative angewiesen sind, beziehungsweise darauf angewiesen sind, das, was wir alles schön bereden und bequatschen und denken können, zu etwas wird, was uns ergreift. Und das ist etwas, was wir auch als Theologen nicht machen können, nicht? Sondern wo wir in irgendeiner Weise, und das ist dann, da ist man tatsächlich am Grund des christlichen Glaubens, man ergriffen werden muss. Und ist das dann vielleicht doch ein Hinweis darauf, dass Sie vielleicht eine Ahnung zumindest oder eine Erwartung, wenn wir beim Warten bleiben, haben, dass es nach Corona nicht mehr so sein wird wie vorher? Also mit Bezug auf das, was ich eben gesagt habe, hoffentlich nicht mehr so wie vorher, nicht? Und das bezieht sich jetzt nicht darauf, dass wir keinen Kontakt mehr haben und so weiter und so fort, sondern das bezieht sich darauf, dass wir vielleicht aus dem Modus der vielen Programme und des vielen Geredes dessen ansichtig werden, dass wir angewiesen sind, nicht? Und dass wir auch als diejenigen, die Kirche leiten, und das tun sowohl die kirchenleitenden Organe bis zum Pfarrer, und das tun auch die Theologen und Theologinnen, dass wir da tatsächlich angewiesen sind auf eine fremde Initiative, sage ich jetzt mal. Und das wäre nicht die schlimmste Einsicht, die die Kirche... Auf die fremde Initiative eines Mitspielers, wie Sie sagen. Ja, genau. Vielen Dank, Herr Slenska, für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank.